So, hallo liebe Angelfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal, und zwar heute geht es wieder zum Angeln. Ich habe überlegt, einfach mal ganz spontan, ich fahre jetzt an den Rhein und ich habe nicht viele Informationen und werde einfach mal losfahren. Wir werden jetzt hier 2 Stunden Fahrt auf mich zukommen oder 2,5 und dann noch ein bisschen Lauferei und so, aber ja, das wird auf jeden Fall eine kleine krasse Tour. Ich habe einiges an Gewicht dabei und ja. Es soll auf jeden Fall auf Zander gehen, auf Aal und so weiter. Ja, wenn ihr wissen wollt, was daraus wird, bleibt dran. Wird auf jeden Fall spannend, kleines Abenteuer, alles nicht geplant, gar keine Informationen eingeholt, großartig. Ja, mal schauen. Ich bin in Karlsruhe. Bin in Karlsruhe im Angelshop gewesen. Ich habe mir eine Karte geholt für den Rhein. Und jetzt muss ich mal kurz mich verpflegen. Da bin ich jetzt hier mal Richtung Rhein schon gefahren und jetzt gibt es hier anscheinend einen Marktkauf. Da gehe ich schön hin. Und ja, dann geht es zum Wasser. Ich bin auch schon ganz gespannt, wie was mich da erwartet, wie es da aussieht. Das ist ein bisschen unpraktisch alles. Aber weit muss ich nicht schleppen. Ja, wird schon gehen. Warm ist auch, schwitzen tue ich auch wie Sau. Aber ja, wenn es einfach wäre, wird es ja jeder machen. Oben noch den Einpark verstauen. Dann geht es ab ins Wasser. Nach den ganzen Strapazen erst noch beim Obi gewesen, Batterien holen müssen, Blitzanzeiger, dann war ich noch kurz beim Smartkauf, ohne den Namen zu nennen. Und jetzt endlich, es ist erst 12 Uhr, also es ist noch voll früh. Und jetzt endlich sind wir an dem Hotspot hier direkt angelangt. Der Rhein ist es. Alter, endlich bin ich mal hier zum Angeln. Yeah. Ja. Sieht richtig gut aus. Das ist mal ein Fluss. Das ist mal ein Fluss. Hey, ich war noch nie hier, also jetzt ist es spannend. Ich will hier erstmal abflachen und chillen. Und dann mal gucken, wo ich hingehe. Geschichte. Ich bin nur noch voll hyped, dass ich es geschafft habe hier. Ja. Dass ich die Karte kriegt habe und alles. Mega nice. So, jetzt habe ich meine halbe Stunde gechillt und mich ein bisschen ausgeruht vom ganzen Transport und so weiter. Jetzt werde ich meine Bude erstmal fit machen und ja, dann geht es los an die Bude. Habe ich alles dabei. Fisch hier die SG4 Power Game 2,15, 20 bis 60 Gramm. Ja, hier ist nicht unbedingt die beste Geräuschkulisse zum Filmen, aber ja, ich werde einfach Musik einfach einspielen, falls es zu nervig ist.
humanity.
Leute, der den ersten Abriss fabriziert. Ja, mal schnell neu machen, dann geht's weiter. Ich glaube, die Brücke ist immer noch interessant, weil hier so ein bisschen Schatten ist. Und ja, bleibt mir noch eine Weile hier. Ja, ist schon ein geiles Gewässer irgendwie. Also es hat auf jeden Fall viel mehr Features als der Neckar. Die ganzen Buhnen und ja, hier Krautfelder und so. Da ist der Neckar, ist ein Kanal, da ist immer nur gerade. Total langweilig. Hier hat man wenigstens Strukturfeatures. Da ist Kraut. Krautfelder habe ich vorher mit einem Frosch auch abgeworfen, aber naja. Gehen wir mal ganz vor. Ups, da. Gefährlich. Leute, was ich euch empfehlen kann, ist festes Schuhwerk. Ich habe hier die Bergschuhe von der Bundeswehr, von Hikes. Optimal für hier das Gelände. Ja, ist halt schon richtig gefährlich, wenn da so ein wackeliger Stein ist und mit Dab drauf. Da werde ich doch nochmal reinpfeffern, das Ding. Jetzt sind wir hier ganz vorne. Das ist halt auch nice. Da kannst du halt hier auf der Buhne bis in fast in die Mitte reinlaufen. Und jetzt hier ganz vorne. Ja. Ihr seht auch, wie klar das Wasser hier ist. Das ist. Ich habe hier übrigens so einen Stand-Up-Jig-Kopf, der eigentlich ganz geil ist für die. Für die ganzen Steine hier. Jetzt wär's geil, so ein richtig krasser Einschlag. Bing. Ja, müssen wir noch ein bisschen werfen hier. Irgendwann kommt er. Ja, jetzt nach 4 Stunden ist die anfängliche Euphorie ein bisschen verschwunden, aber das liegt auch daran, dass ich doch von der Anreise ziemlich kaputt bin. Ja, Rucksack, ganzes Stuff hier, alles ist schon am Start. Viel zu viel natürlich wieder mitgenommen, aber ich habe ja auch mein Hängematten-Setup dabei. Dann habe ich noch Isomatte für den Boden am Start. Und ja, jetzt soll es um 19 Uhr soll es regnen. Jetzt wäre anderthalb, 2 Stunden. Ja, es sieht auch schon ein bisschen dunkel aus da drüben und so. Ich werde jetzt noch da ein paar Würfe machen da vorne, weil jetzt ist die Sonne weg. Vielleicht geht ja jetzt was. Und dann werde ich mich aufmachen, entweder Richtung Hafen oder in die andere Richtung. Ganz genau weiß ich das noch nicht. Aber jetzt mache ich erstmal noch die paar Würfe und schaue, ob da noch was geht. Ja, Freunde, neuer Spot, neues Glück. Jetzt bin ich hier an dem neuen besagten Platz hier. Ist eigentlich recht chillig hier und ich werde hier die Nacht verbringen und einfach hier die Routen rausschnippen. Auf all mal gucken. Ist mir auch relativ, bin ja noch morgen auch noch einen ganzen Tag da und jetzt erstmal eigentlich nur ausruhen. Ich bin so am Arsch, das ganze Zeug hierher schleppen. Ich hab das echt total unterschätzt und ja, jetzt bin ich total am Arsch und mal gucken, ob ich überhaupt noch was zustande krieg hier. Okay.
Ich muss noch kurz die Batterien aus der Funke wechseln. Ja, es gibt immer was zu tun im Wasser. Ne? Gerade eben noch die Luftmatratze hier geflickt. Alles auf dem Zettel gewesen. Jetzt machen wir hier mal ganz gechillt neue Stromversorgung. Ich habe die nach dem letzten Fischen nur aus Versehen angelassen. Man kennt's. Ne? Ansonsten heben die Jahre. Aber das war halt einfach ein halbes Jahr im Winter an in der Tasche. Und dann auch nichts mehr. Deshalb immer so ein Schraubenzieher dabei haben. Das ist doch so einer, wo man auf dem Fest schießen kann. Gerade eben ist noch was richtig Cooles passiert. Und zwar, ja, ich habe doch mehr Wasser verbraucht, als ich gedacht habe auf dem Weg hierher. Ich habe geschwitzt wie sonst noch was. Auf jeden Fall habe ich nichts mehr zum Trinken wirklich dabei. Und da war hinten so ein älterer Angler. Ganz sympathisch. Er war auch voll in seinem Element. Auf Aal und ja. Ja, der ist halt so alt, der kann auch nicht mehr die Kuhn vorlaufen und so. Und dann meinte er halt, ja, du kannst nicht machen, geh da vor. Ne? Jetzt sollte ich vielleicht auch noch mal diesen mit den Kuhn vorhatten. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich dachte mir so, ja, vielleicht frag schon einfach so, ob er vielleicht was zu trinken übrig hat. Und so. Was passiert? 10 Minuten später kommt er her und fragt, kasch alles, brauchst du was, ich hab Wurstsalat dabei. Und dann hab ich gesagt, ja, trink nicht mehr aus deinem. Ah, kein Problem, ey, ich bringe dir was, wenn ich dann gebe. Auf jeden Fall kommt der rüber mit solche Trinken, als Kreislauf. Und ein Wurstsalat, den ich selber gemacht habe, aus Trinken. Ey, den habe ich voll gebraucht, jetzt habe ich voll Energie und so. Ja, mega nice. Dann gute Leute. Und ist doch mal mega nice, wenn man sich untereinander aushilft. Und anders so keine Konkurrenzdenken hat, sondern eher so ein Gemeinschaftsdenken. So. Freut sich dann auch vielleicht über den Pfand von jemand anders und so. Ja, ich hab's schon alles erlebt auf jeden Fall. Und natürlich auch die andere Seite. Gute Menschen. Ja Leute, mega geil. Gerade eben Biss bekommen. Ja, hat erst ein, zwei Mal leicht gepiepst und dann. Und ja Leute, mega nice. Mein erster Aal. Zeigt den euch mal so. Ich bin mega hyped. Es hat geklappt, mein erster Aal hier aus dem Rhein. Ja Leute, ich werde ihn jetzt mal hier kurz in diese Dings halten. Könnt ihr selber sehen. So macht dich lang. Ja, da wird es um die 50 haben. Hm. 53 hat er. Jawohl. 53 ist maßig, oder? Mega nice. Ja. Pendeling. Ich
bin ein bisschen aufgeregt. Es klappt gar nichts gerade, aber ich glaube, den nehme ich mit. Kurz den Eimer fit gemacht. Jetzt mal gucken, ob ich den Haken rauskriege oder nicht die Lage. Ein Spitzkopfaal ist das hier übrigens. Da hat tief geschluckt. Das kann ich abschneiden. Der ist zu tief.